Servus Leute, unglaubliche Neuigkeiten. Ich habe jetzt nach der Aufnahme noch ein bisschen hier rumprobiert, wie ich reinkomme und ich habe einen Glitch gefunden. Unglaublich, passt auf. So, ne, alles klar. Erstmal kurz Waffe wechseln. Und jetzt drehe ich den mal. Oh, ich bin richtig aufgeregt, weil es ist so cool. Ich hoffe, er klappt noch nah. Und jetzt kann man nämlich hier komischerweise da reingehen. Das ist aber gar nicht wichtig. Und zwar nehmt ihr eine Bombe, dreht euch weg. Verdammt. Ich habe mich gerade eben da durchgebombt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Es hat aber geklappt und ich war auf der anderen Seite. Huch. Toll. Ich dachte echt, ich könnte es euch zeigen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also es funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Ich dachte, man könne erst irgendwie normal so durchklettern. Ihr seht, man backt da ziemlich rum. Ich bomb mich jetzt hier einfach tot. Ich probier's mal. Ich habe es irgendwie durchgeschafft. Ich weiß es aber nicht mehr wie. Ich habe einfach wirklich eine Bombe gelegt, weil die Bomben einen ein bisschen weghauen, dachte ich, vielleicht könnte man sich durch Sachen durchbomben und es hat halt wirklich funktioniert. Ja. Sie muss erst unten liegen. Seht ihr, ich bin durch die Tür durch. Ich habe mich durchgebombt. Ich habe einen Glitch in The Legend of Zelda Breath of the Wild gefunden. Problem ist nur, ich habe jetzt trotzdem kein Feuer. Aber ich kann ja einfach mal drehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwie hier weitermachen kann, weil mir fehlt halt wirklich das Feuer. Ah, es ist nicht alles abgebrannt. Deswegen. Na, gut zu wissen. Nee, das war nur die Eisenkiste. Hä, warum waren die jetzt wieder da oben drinne? Ich brauche das mal ein Nähtmodul. Ich weiß echt nicht, ob ich hier... Hm. Ich bin halt jetzt irgendwie da durchgekommen, aber weiter komme ich trotzdem nicht. Man kann sich echt da durchbomben. Wie cool ist das denn? Durchhüpfen, ich habe eine Feuerrüstung. Ich beschütze dich. Ach, Mifa, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ich irgendwie an die Fackeln rankommen würde. Ah, die stehen viel zu weit weg. Ach, das war jetzt auch unnötig, Link. Ist da hinten irgendwo ein Schalter, wo ich das Ding draufstellen muss? Ich komme jetzt halt nicht mehr raus. Ich denke mal, ich muss irgendwie einen Pfeil durchschießen. Aber wie, wenn nirgendwo eine Fackel in der Nähe ist? Außer ganz hinten, und das kann es doch nicht sein. Ich lade mal hier den letzten Spielstand. Also wir wissen jetzt, man kann sich durch bestimmte Dinge durchbomben. Das ist schon mal gut. Aber weiter geht's halt dann da drinnen trotzdem nicht. Hier sind halt diese Fackeln. Wenn man von hier hinten einen Pfeil da durchschießen kann, was ich nicht glaube, weil man ja nicht mal nah genug da dran kommt,
Oh. Ich habe gerade irgendwie Schaden genommen von der Fackel. Ja, wenn man den Bogen zieht, nimmt man auf einmal Schaden von der Fackel. Auch nicht schlecht. Irgendwie muss doch da was sein. Oder vielleicht muss ich auch die Fackel durchwerfen, wenn der schräg steht. Holen wir mal hier blaues Feuer. Und dreh dann mal den Titan. Und versuch da jetzt mal die Fackel durchzuwerfen. Ich meine, die hat ja sogar Weitwurf. Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss irgendwo erneut angezündet werden. Aber Weitwurf, ich meine, sagt ja schon, dass die Tür irgendwie aufgehen muss. Damit durchkommen könnten. Ich muss es weiter probieren. Aber hoffentlich zerbricht die Fackel nicht. Das wäre blöd. Ich habe vielleicht eine Idee. Weil ich... Wenn ich die Fackel hier irgendwie hinlegen kann, dass sie direkt vor der Tür liegt, kann ich sie vielleicht durch die Tür aufnehmen. Ich probiere mich jetzt hier irgendwie durch das Spiel zu glitschen. Okay. Er lässt sie irgendwie... Oder... Ich stehe ja schon wieder direkt in der Tür. Ich lasse jetzt einfach fallen. Ne, da fällt sie auch da runter. Er lässt sie anscheinend wirklich hinter sich fallen. Jetzt probieren wir es einfach mal. Hier so drehen. Es muss doch gehen. So geht's auch. Gut, jetzt ist die Fackel weg. Jetzt muss ich nochmal neu laden, aber ich muss einfach nur richtig werfen. In der Tür. Also man muss schon sagen, die Tür ist ein bisschen buggy. Und ich denke auch mal nicht, dass es so vorgesehen ist, dass man durch die Tür kommt. Von hier geht's auch nicht. Okay. Gut. Ich hab's jetzt doch irgendwie geschafft. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Aber es hat funktioniert und da will ich mich jetzt nicht beschweren. Natürlich habe ich jetzt noch nicht ganz eine Ahnung, wie das hier mit dem Feuer weitergehen soll. Ja, genau das sollte eigentlich nicht passieren. Ah, wir müssen erst so und jetzt wieder wechseln und jetzt... Hä, wieso geht denn das nicht? Ah, jetzt.
Also hätte ich auch drinnen bleiben können, denn ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt die Fackel oder so anzünde, die Fackel dort, dass dann irgendwie auch das Feuer ausgeht, aber das hilft mir, das eine hilft beim anderen überhaupt nicht. Dann machen wir es doch nochmal genauso. Hä? Hat es mich nicht durchgehauen? Warte mal, ich muss mal das Ding wegräumen. Nee, es haut mich wirklich nicht durch. Also das Feuer ist eine recht stabile Wand. Wie komme ich dann durch? Erstmal was essen. Ach, nicht die Bomben. Das Magnetmodul. Spiel, denk doch mal mit. Ach, na klar. Habe ich doch ganz vergessen, dass ich den drehen kann. Ich hätte einfach nur drinnen bleiben können in dem Raum. Oh, es wäre schon viel länger durch gewesen. Und dann einfach wieder zurückdrehen. Oh, ich hätte einfach, als ich mich vorhin durchgebombt habe. Also Leute, ihr wisst jetzt, man kann sich durch den Raum durch die Tür durchbomben. Das ist ziemlich super. Wow. Ich habe meinen ersten eigenen Glitch entdeckt. Bin ganz stolz drauf. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder. Ah, jetzt ist das zu. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass man irgendwie mit der Fackel da hinten hier im Pfeil durchschießen musste, aber... Tja, wie das gehen soll... Oh, da wollte ich nicht hin. Wie bin ich denn... Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Ich will wieder hier hin. Erstmal kurz die Waffe wechseln. Und dann den Titan drehen. Dann bin ich nämlich automatisch oben. Okay, jetzt beginnt wieder der Bosskampf. Oh Mann. Naja, los geht's. Stimmt gar nicht, Feuerfluch oder sowas. Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! 100 Jahre, der geht ja schon auf dem Zahnfleisch. Uiuiui. Ich brauche eine Waffe. Was nehmen wir denn? Das Ritterschwert. Der Exalschild ist zerbrochen. Ich habe noch andere. Was?
Vorsicht, Vorsicht. Ja, er erwischt mich gar nicht, wenn ich so nah an ihm dran stehe. Dann hau ich jetzt einfach blindlings auf ihn ein. Wieder einen kleinen Trick entdeckt. Pass auf seine Feuerbälle auf! Die sind brandgefährlich! Haha, brandgefährlich! Ha, du Witzemacher! Scheint gerade irgendwie eine Supernova auszulösen oder so. Ah, alles klar. Er schießt also mit diesen Feuerbällen auf mich. Und ich kann in der... Und ich kann damit was machen? Einfrieren? Nee, ich wollte eigentlich ganz normale Holzpfeile verwenden. Ah, anscheinend muss ich... Okay, alles klar. Verdammt! Ich muss irgendwie das Ding schnell genug kaputt machen. Vielleicht mit einem anderen Pfeil? Ich habe doch hier Eispfeile bekommen. Probieren wir es einfach mal. Sobald das Ding fertig ist, ein Eispfeil rein. Ja, ich kann das Ding versteinern. Eisen, aber mehr hat es dann auch nicht gebracht. Er bildet dieses Ding in seiner Hand. Das macht ihm absolut keinen Schaden. Ich denke mal, ich muss irgendwie hiervon was benutzen. Normale Angriffe bewirken jetzt nichts. Oh, das war heftig. Das hat schon beim Zuschauen wehgetan. Ja, danke für deine hilfreichen Kommentare. Wirklich das Kryo-Modul. Wie dann? Das Fotomodul, das macht's. Ah, na klar, die Bomben. Die werden ja ersaugt, ja. Oh. Okay, jetzt verändert sich wieder irgendwas. Oh, er will einfach kämpfen? Na, dann komm her, Buddy. Oh. Gut. Zum Glück habe ich gerade die Tasche geöffnet, um etwas zu fressen. Essen. Um etwas zu essen. Macht echt ein riesiges Gezündel hier.
Okay, jetzt war es endlich mal nützlich. Das erste Mal war Mifa nützlich. Und jetzt... Oh oh. Puh! Der mich wieder einfach nah an den Rand. Das hat doch beim ersten Mal funktioniert. Und es funktioniert auch immer noch. Also wirklich, bei dem Gegner braucht man keine Angst zu haben. Jetzt hat er mich doch irgendwie erwischt. Wow, beim ersten Versuch lief um einiges besser als der von Baruta. Ein weiterer Herzcontainer. Ich habe jetzt in der Folge wirklich ein paar richtig coole Tricks für diesen Dungeon rausgefunden. Man kann sich durch die Tür bomben, ich weiß immer noch nicht, wie man sie normal öffnet, und kann dann den Dungeon abschließen. Man kann einfach nah an dem stehen bleiben und ihn die ganze Zeit mit dem Schwert hitten, weil er dann einfach an einem vorbeischlägt. Wow. Cool. 2 Folgen für diesen. Für dieses Ding gebraucht. Also für das Ganze. Seit ich dort angekommen bin. Wirst du diesen Titan. Kannst du diesen Titan nicht mehr betreten? Aktivierung dennoch fortsetzen? Ja, ich habe wenigstens den Reaktorkern. Gemacht, Bruder. Du hast hier ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rodania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang. Dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit. Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft? Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! Denk immer daran. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin.
Damit sind wir bereit. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Hm? Oh. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Wieder eine super epische Cutscene gewesen. Ich mag Daruk. Der ist cool. Enthält die schützende Macht Daruk. Sie wird automatisch aktiviert, wenn du von einem Angriff getroffen wirst, während du ZL gedrückt hältst. Okay, und die hat 3 Aufladungen. Mifas Gebet ist nur eine Aufladung. Und das hat 3 Aufladungen. Cool. Oh, das war ein schöner Dungeon. Ich hätte früher drauf kommen können, wie ich durch die Tür komme, aber naja. Oh, hallo. Vielen Dank, dass du Rudania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rudania gemacht hast, aber es sieht aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rudania den großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Aber wie dem auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Ah, da fällt mir ein, als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt's keine Diskussion. Komm mit. Cool. Ich guck mal hier ein bisschen aufmerksam durch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier irgendwo noch eine Statue fürs Gebet ist. Auch wenn ich dieses Wort Gebet nur sehr, sehr ungern in den Mund nehme. Okay, dann red mal mit dem. Oh, hallo! Junovo hat mir alles erzählt. Ach, ich kenne die Stimme nicht mehr. Der Hylianer, den Rudania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben. Und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rudania vorknüpfen wollte. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Und Junovo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber mal das hier an. Habe ich ja noch nicht in der Cutscene gesehen. Rudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Ach ja, ich musste dir ja noch danken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du noch was anfangen können. Okay, ja, das nehme ich auf jeden Fall. Außer natürlich, du als Hylianer weißt das sicher schon. Damals, vor 100 Jahren, hatte der hylianische Recke ein Schwert, das heilige Bannschwert. Das heißt, das Schwert ruht irgendwo in einem Wald. Warum suchst du nicht danach? Ja, den Wald haben wir vermutlich schon aufgedeckt. Ich denke mal, das ist der, wo auch der Deku, wo die Crocs leben und wo wahrscheinlich auch der Deku-Baum ist. Ich schätze es einfach mal. Ich meine, in irgendeinem Trailer hat man ja, glaube ich, schon mal gesehen, dass Link da mit dem redet. Oh, 60 Schaden. Heftig. Warum klettert er jetzt hier rum? Okay, Leute. Hier machen wir dann auch gleich wieder Schluss.
Und beim nächsten Mal muss ich dann erstmal zu dieser kleinen Forscherin mit den 3 Reaktorkernen, damit die mein Bombenmodul oder irgendein Modul wollte sie noch verbessern. Ja, also das ist ja richtig gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!